Und schön, dass du wieder da bist bei Zeichne dich schlau. Wir zeichnen heute gemeinsam ein kleines Eichhörnchen. Du brauchst Papier und Stifte und dann kann es auch schon gleich losgehen. Der Kopf vom Eichhörnchen ist rund. Es hat zwei Pinselohren, Augen, Stupsnäschen und Mund. Es hat Schnurrhaare an der Nase dran, damit es sich im Dunkeln gut orientieren kann. Es hat einen weißen Bauch und durch die starken Beine klappt das Klettern und Springen auch. In den Pfoten hält unser Eichhörnchen eine Nuss, weil es für den Winter viel Nahrung sammeln muss. Der Schwanz vom Eichhörnchen ist buschig und lang. Damit springt es gut zum Kurbeleingang. Zum Kurbeleingang. Weißt du eigentlich, was der Kurbel ist? Das ist das Nest vom Eichhörnchen. Es befindet sich im Baum und besteht aus Zweigen und Pflanzenteilen. Das Eichhörnchen baut sich seinen Kobel zum Schutz vor Kälte und Fressfeinden. Im Winter macht es dort eine Winterruhe. Ich habe heute wieder eine kleine Gastzeichnerin mit dabei. Dann zeig uns mal, wie dein Eichhörnchen aussieht. Der Kopf vom Eichhörnchen ist rund. Es hat zwei Pinselohren, Augen, Stupsnäschen und Mund. Es hat Schnurrhaare an der Nase dran, damit es sich im Dunkeln gut orientieren kann. Es hat einen weißen Bauch und durch die starken Beine klappt das Klettern und Springen auch. In dem Pfoten hält unser Eichhörnchen eine Nuss, weil es für den Winter viel Nahrung sammeln muss. Der Schwanz vom Eichhörnchen ist buschig und lang. Damit springt es gut zum Kurbeleingang. Und jetzt bist du dran. Wie sieht dein Eichhörnchen aus?
Ich würde mich wie immer freuen und bin schon ganz neugierig, wenn du mir deine Zeichnung schickst. Ich habe meinem Eichhörnchen noch gar keinen Namen gegeben. Fällt dir vielleicht ein schöner Name ein? Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut! Hat dir das Video gefallen? Dann gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal.